Der Schiedsrichter hat die Partie pünktlich angepfiffen. Wir freuen uns auf 90 tolle Minuten. Von seinem Körper rollt der Ball ins Aus. Der Ball ist im Aus, Eckball. Gibt Einwurf. Das ist es! Peter attackiert. Es muss Freistoß geben und das wird gefährlich für das gegnerische Tor. Der Schiri lässt das Spiel nicht an der langen Leine. Er zeigt sofort gelb und er gibt sofort die Richtung vor. Das kennen wir, die Mauer geht einen Schritt nach vorn, nur der Schiedsrichter scheint es nicht bemerkt zu haben. Ja, der Ball war im Tor aus. Eckball. Da muss der Torwart gleich noch mal aufpassen. Jetzt sieht er ab. Da scheint ihm der Ball vom Fuß abgerutscht zu sein. Also das von vielen erwartete enge Spiel war das bisher nicht. Bei so vielen Einschussmöglichkeiten war der Treffer ja nur folgerichtig. Ganz, ganz viel Druck gemacht, nie nachgelassen und den Gegner am Ende auch für die Passivität gespannt. Das ist dann wieder das, was man Abstauben nennt. Genau richtig gestanden, dafür braucht man allerdings den richtigen Riecher. Und der Verteidiger verhindert Schlimmeres. De Jong, das Bällchen ist noch heiß. Kasim. Hier holt er sich sauber den Ball zurück. Jetzt eine gute Torchance. Er hat den Ball sofort verarbeitet und weiter heißt es aufgepasst. Und jetzt
da noch ein Klassiker hinterher. Da passte kein Frauenpaar dazwischen. Oh, ein Philosoph. Wunderbar gemacht, dieser Abschluss. Wenn der Ball so platziert ist, da ins untere Eck, das ist für jeden Torhüter schwer zu halten. Dann bringen wir es auf den Punkt. Das ist unmöglich. Wenn Sie das sicher nach Hause schaukeln wollen, müssen Sie mindestens noch einen drauflegen. Zur Pause steht es 2:0. Tja, für die Heimmannschaft scheint ja alles nach Plan zu laufen. Sie gehen mit 2 Toren Führung in die Kabine, wenn hier nicht noch was kommt. So, auch von uns aus kann es wieder losgehen. Die zweite Halbzeit ist angepfiffen. Kann er sich den Ball holen? Das wird ganz gefährlich. Achtung! Ja, mit dem Fuß zu zielen, das ist schon verdammt schwer. Und jetzt wird uns dieses schöne Tor noch einmal kredenzt, Buschi. Sieht gefährlich aus. Toll, wie er das macht. Und er verzieht. Guardado. Mein lieber Mann, das war aber knapp. Schiedsrichter entscheidet sofort auf Eckball. Was für ein niedlicher kleiner Roller. Ja, das ist nicht die ganz große Aufgabe gewesen. Mein lieber Mann, den hat er klasse gehalten und dann hält er den Ball auch noch fest. Jetzt ist er ganz frei durch. Er könnte passen. Er ist drin. Das stärkt seine Position. Der Mannschaftskapitän macht ein schönes Tor. Ja, und ein wichtiges. Und genau in diesen Momenten braucht die Mannschaft den Chef. Sie liegen deutlich und klar vor. Ein Steilpass, da steht immer drauf, Risiko. Die Gäste wollen wechseln, beim nächsten Pfiff des Schiedsrichters dürfte es soweit sein. Jetzt ist er durch. Ball im Aus, gibt Einwurf.
Und nach wie vor ist er sehr aufmerksam in den Zweikämpfen. Jetzt greift er ihn an. Eine souveräne Leistung des Verteidigers. Viele haben drauf gewartet, viele werden ihn verfluchen. Den Pfiff des Schiedsrichters, der dieses Spiel beendet.